Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dach. Wir sitzen heute mal nicht auf dem Dach, sondern wir sitzen in der Dachluke, weil es draußen ein schönes Novemberwetter ist. Aber ich freue mich, dass Robert Habeck die Zeit gefunden hat, bei uns vorbeizuschauen. Robert, du bist im Moment viel beschäftigt, nicht nur als Minister in Schleswig-Holstein, sondern du bewirbst dich auch für die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Wenn du jemandem draußen erklären wollen würdest, was diese grüne Urwahl, wie sich das nennt, ist, wie würdest du das irgendwie kurz und knapp machen? Na, formal geht es darum, den Spitzenkandidaten oder die Spitzenkandidatin zu finden. Es gibt immer zwei bei den Grünen, Männlein und Weiblein. Das ist so in den Parteistatuten festgeschrieben. Für den weiblichen Platz bewirbt sich Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende. Und für den männlichen Platz haben wir drei. Toni Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende, Cem Özdemir, der Parteivorsitzende und eben meine Wenigkeit. Von außen sieht es so ein bisschen aus wie diese Contest-Shows im Fernsehen. Also man singt vor und macht irgendwas. Jetzt ziehen wir vier durchs Land und erzählen von unseren politischen Ideen. Und wenn es gut läuft, reiben wir uns auch mal ein bisschen aneinander und grenzen uns ab. Aber es ist eben nicht ein Beauty-Contest, sondern es geht für mich entscheidend darum, über die Urwahl zu klären, welche Partei die Grünen in Zukunft sein wollen, wie sie sich und die Gesellschaft verstehen. Sind wir gegen die Gesellschaft? Sind wir Sprecher für die Gesellschaft? Sind wir... wollen wir breit wirken oder wollen wir zu unserem Milieu vor allem sprechen? All das lässt sich über die Urwahl, glaube ich, klären. Und es wird dringend Zeit, dass die Partei das mal geklärt hat. Jetzt ist am kommenden Freitag das Urwahlforum in Kiel, also so eine Art Heimspiel für dich. Was ist anders, wenn es sozusagen da stattfindet, wo du auch als Minister zu Hause bist? Na, ich kenne mehr Leute wahrscheinlich. Sonst war es ja immer so in München oder in Erfurt, dass man so mit dem Scanblick ins Publikum zwar hier und da jemanden kannte, aber die meisten waren Fremde und hier ist es eben tatsächlich anders. Ich glaube, das Heimspiel nicht viel bedeutet in diesem Fall, sondern die Neugier, die Fragen, das Interesse wird genauso sein wie in den anderen Foren. Für mich ist es noch ein bisschen anders, weil wir ja Wahlkampf in Schleswig-Holstein haben und insofern ist dieses Urwahlforum in Schleswig-Holstein, sagen wir anders, in Schleswig-Holstein wird der Auftakt für ein entscheidendes Jahr für Deutschland und Europa 2017 gelegt werden. Ja, wir müssen das Ding hier vernünftig hinkriegen, damit Nordrhein-Westfalen gewinnt, damit der Schwung für die Bundestagswahl genommen wird. Und da muss man jetzt auch kein großer Prophet sein, dass wie Deutschland abstimmt, entscheidenden Einfluss auf Europa haben wird. Also ist jetzt nicht nur so eine Landtagswahl und knapp 3 Millionen Menschen stimmen ab, sondern es geht richtig um was. Und deswegen ist das Heimspiel eher ein Auftakt auch für die Landtagswahl für mich. Ich habe ja schon ein paar Foren gehabt jetzt. Hat man irgendwie festgestellt, dass sich was geändert hat, so im Verlauf der Foren, also im Ton zwischeneinander, in den Inhalten? Gab es da irgendwie eine Entwicklung oder war das mehr oder weniger eigentlich immer so ein bisschen gleich? Nee, die waren schon sehr unterschiedlich, wobei ich nicht genau weiß, ob es eine Entwicklung gab. Also irgendwas hat sich rauskristallisiert. Sie waren unterschiedlich, weil die Formate unterschiedlich waren. Ich fand es eigentlich immer dann am besten, wenn es möglichst frei war. Also solange wir in unseren jeweiligen Rollen waren und jeder konnte seine Sätze aufsagen, die er sich so überlegt hat, die man so vorbereitet hat, fand ich es eigentlich immer eher steif. Immer wenn man so ein bisschen spielen musste, wenn man interagiert hat, wenn man sich auch mal gestritten hat, dann fand ich es gut. Das ging nicht immer, aber es ging eben manchmal. Und vielleicht sind wir freier geworden miteinander, auch weil wir uns menschlich trotz allem ganz gut verstehen, weiß man, dass man auch mal sagen kann, da stimme ich einfach mit dir nicht überein oder hast du einfach Unrecht, so sehe ich das nicht. Und dann kann man danach trotzdem noch zusammen ein Glas Wasser trinken. Der Eintritt ist frei am Freitag, also da kann jeder hinkommen, nicht nur Grüne oder grüne Mitglieder, das ist offen für alle. Warum lohnt sich das auch, da hinzukommen, wenn man jetzt gar nicht so mit der Grünpolitik bisher so viel zu tun hat? Ich glaube, es gab wenig Zeiten, die existenzieller waren, politisch existenzieller waren als diese Zeiten. Und egal erst einmal, zu welcher Partei man nachher am Ende tendiert, aber wenn man sich jetzt nicht um die Demokratie kümmert, dann darf man am Ende nicht mehr rumjammern, wenn man alles verloren hat. Und das ist tatsächlich ja so. Es ist tatsächlich so, dass die undenkbaren Dinge passieren. Ein Rechtspopulist wird amerikanischer Präsident. Dann sagt man immer, jetzt holt Deutschland nach, was im europäischen Ausland schon gang und gäbe ist. Ja, wenn man sich mal anguckt, was hier gang und gäbe ist, lauter rechtsnationale Regierungen, also Dänemark schon angefangene nationalkonservative Regierung, Polen, Ungarn, möglicherweise bald Österreich und wirklich ein Halbfaschist, der da Präsident wird, dann Frankreich, möglicherweise Italien, am Wochenende verliert Renzi seine Mehrheit. Also es geht in Richtung einer autoritären Gesellschaft. Und das ist nicht einfach nur so, naja, schon wieder 4 Jahre Merkel, na gut, geht auch vorbei, sondern es geht wirklich darum,
Grundannahmen, mit denen wir, glaube ich, so ganz selbstverständlich groß geworden sind, die jetzt wieder in Frage gestellt sind, zu verteidigen. Also wer eine Unruhe in sich spürt, der sollte am Freitag kommen. Du hast genau zu dem Thema eigentlich vor kurzem auch ein Video veröffentlicht. Das war zur Bundesdelegiertenkonferenz. Da hast du einen kleinen Videoclip gemacht, den man auch auf deiner Facebook-Seite sehen kann. Die Adresse blenden wir gleich unten mal ein. Wo du gesagt hast, es muss auch politisch irgendwie was anders laufen. Du möchtest was anders machen, auch wenn du grüne Spitze werden solltest oder auch wenn du nicht grüne Spitze werden solltest. Was möchtest du anders machen in der Politik? Ich zweifle nicht an den grünen Inhalten. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Ich will ja Spitzenkandidat für meine Partei werden, weil es meine Partei ist. Also ja, von Klimaschutz bis zu Gleichstellungsfragen, das ist alles richtig. Was wir ändern müssen, meine ich, die Grünen, aber letztlich jede Partei, sie muss versuchen, für gesellschaftliche Mehrheiten zu kämpfen. Mhm. Die müsste man herstellen. Die kommen nicht einfach mehr so von alleine. Das heißt, die Grünen machen dann einen Fehler, wenn sie sagen, unsere Aufgabe ist, unsere 10%, die uns wählen, zu mobilisieren. Wir müssen versuchen, breiter zu wirken. Kann schiefgehen, ohne Frage, aber wir müssen eine breitere Ansprache finden. Mhm. Und das heißt eben auch zu sehen, dass andere Leute durch unsere Politik sich herausgefordert gefühlt fühlen oder schon abgestoßen werden. Und mal die Perspektive einnehmen, die auch durch unsere Politik zu den Verlierern werden. Also die Fischer, die Bauern, die Leute, die Ingenieure, die den Atomausstieg jetzt bewältigen müssen und in 20 Jahren kein Atomkraftwerk haben. Mhm. Diese Denke sozusagen einzunehmen, das ist der Schritt, wieder Bewegungspartei zu werden. Also nicht nur zu sagen, wir sind doch so, wir wissen doch, wie es geht und wir sind immer richtig davor, sondern Bewegungspartei, also zurück zu den Ursprüngen, übersetzt in diese Zeit heißt, eine Sprache finden, eine Ansprache finden, die mehr Menschen mitnimmt und mehr Menschen erklärt, warum jetzt bestimmte Schritte notwendig sind. Mhm. Und das, darum geht's. Größer werden, weiterdenken. Das ist diese bundespolitische Ebene. Wie schwer ist das im Moment für dich, immer hin und her zu switchen zwischen Bundespolitik und Landespolitik, wo ja auch auf dem Lande hier bei uns im Moment eine Menge für dich zu tun ist? Schwer, das räume ich ein, ist es ein bisschen mit den Terminen. Also ich habe klar gesagt, das Amt geht vor. Jetzt musste ich die Bundesparteitag dafür sausen lassen, weil hier die Geflügelpest ausgebrochen ist. Fiel mir nicht leicht, aber also wenn ich die Urwahl verliere, weil ich meinen Job einigermaßen vernünftig versuche zu machen, dann wird es so sein. Aber das ist völlig klar, das Versprechen habe ich allen gegeben, meiner Partei, dem Land, dem Kabinett, meinen Kollegen hier. Das mache ich halt. Also ist die Urwahl beschränkt auf die Wochenenden und die Ferien. Und das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren und bin ziemlich viel dann in diesen Phasen, wo man sich eigentlich mal erholen kann, durch die Republik gereist. Das geht auch auf die Knochen. Also ein bisschen Regenerationsphasen fehlen, das merke ich schon. Aber was jammer ich hier rum? Hat mich ja keiner gezwungen, weder für die Urwahl noch Minister zu werden. Also das war ja alles selbst verschuldet und selbst gewollt. Was mir nicht schwer fällt, ist, zwischen der Haltung im Amt und der Haltung für den Spitzenkandidat zu unterscheiden, weil ich gar nicht unterscheiden will. Ist genau das, was ich versuche zur Wahl zu stellen, ist, man kann auch aus einer Verantwortungsbereitschaft, die Kompromisse und alles mit einschließt, visionäres Denken verkörpern. Und das ist mein Angebot. Also da so eine Schere im Kopf, die habe ich überhaupt nicht. Wir wünschen dir hier vom Landesverband auf jeden Fall viel Erfolg beim Forum am Freitag und dann bei der anschließenden Wahl, die ja von Dezember bis Januar geht. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht danach nochmal wieder bei uns vorbeischaust, egal wie auch immer das Ergebnis ausgesehen hat. Bei jedem Wetter. Sehr schön. Ihr könnt auf jeden Fall am Freitag live mit dabei sein. Wir werden das Urwahlforum aus der Kieler Halle 400 live auf unsere Website sh-grüne.de übertragen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da einschaltet und dann auch Robert da verfolgt. Das war es dann erstmal für diese Ausgabe vom Dach aus der Dachluke. Nächstes Mal dann vielleicht wieder bei besserem Wetter von unserer kleinen Dachterrasse. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.